Stellen sich das angeborene Immunsystem in etwa so dar wie ein Raumschiff, was durch den Weltall fliegt, also in etwa Zellen, die durch unseren Körper schießen und die vor allen Dingen Eindringlinge identifizieren können müssen. Und nicht nur identifizieren müssen, sondern auch gegebenenfalls eliminieren müssen. Hier sehen Sie die Patrouille, also das sind die Zellen oder die wichtigsten Zellen, die man zumindest mal gehört haben sollte, wenn man vom angeborenen Immunsystem spricht. Das sind weiße Blutkörperchen. Es sind nicht alle weißen Blutkörperchen, die sie haben. Hier fehlen die Lymphozyten, die sind Teil der adaptiven Immunantwort. Bei diesen Zellen muss man jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Wichtig ist für mich aber, dass man weiß, in etwa die Hälfte, je nachdem mal mehr, mal weniger, der weißen Blutkörperchen im Blut sind, die sogenannten neutrophilen Granulozyten. Und die räumen einiges an bakteriellen Infektionen ab. Das ist für uns auch ärztlicherseits ziemlich wichtig, weil das sind ja die Zellen, die zum Beispiel unter einer Chemotherapie auch abfallen können. Und Sie wissen vielleicht, dass wir diesen Zustand, dass die Neutrophilen nicht mehr nachzuweisen sind, international als Neutropenie bezeichnen, im Deutschen aber ganz gerne den Ausdruck der Aplasie verwenden. Es gibt wenige Notfälle in der Onkologie, aber das Fieber in Aplasie, also ein Fieber, das auftritt, während man kaum noch neutrophile Granulozyten im Körper hat, das ist absolut lebensbedrohlich. Neben diesen Zellen, die als Patrouille fungieren, also im Blut zirkulieren, haben wir auch noch sowas wie Türsteher. Zellen, die super wichtig sind, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, wie die dendritische Zelle oder große Fresszellen, Makrophagen, die sich aus den Monozyten entwickeln. Die sind ortsständig. Zu den dendritischen Zellen, wie gesagt, enorm wichtig, machen wir noch eine ganze Menge bei der adaptiven Immunantwort. Die gehören auch zum angeborenen Immunsystem und die können auch Eindringlinge fressen. Phagozytose nennt man den Vorgang und der ist ein Grund dafür, warum das angeborene Immunsystem wahnsinnig schnell ist. Das Immunsystem ist in der Lage, oder einzelne Zellen des Immunsystems, des angeborenen Immunsystems, sind in der Lage, Eindringlinge einfach mal zu verputzen. Hauptsächlich machen das die neutrophilen Granulozyten, aber auch die Monozyten oder gewebsständig die Makrophagen oder die dendritischen Zellen. Und das kennen Sie jetzt alle und da kriegen Sie auch einen Eindruck über die Schnelligkeit, die es da gibt. Wenn Sie sich eine Entzündung holen, ich habe Ihnen hier mal ein Gerstenkorn mitgebracht, am Auge, am Augenlid, dann ist ja klassisch, dass es da so gelblich durchschimmert. Das Gelbliche ist Pus oder Eiter und das ist nichts anderes als abgestorbene Granulozyten. Das heißt, dem Moment, wo da eine Entzündung war, sind aus dem Blut da die ganzen Zellen hingekommen, also die Zellen, die zur Phagozytose befähigt sind und haben versucht, alles zu verputzen, was es da gibt. Die Neutrophilen machen dabei so eine Art Selbstmord und das, was übrig bleibt, das ist diese gelbliche Färbung, dieses gelbliche Exudat namens Eiter. Zweite Kernkompetenz vom angeborenen Immunsystem, hatten wir gesagt, ist, dass es unspezifisch ist. Und da müssen so ein bisschen die Alarmglocken schrillen. Wie kann das unspezifische angeborene Immunsystem denn dann überhaupt Eindringlinge erkennen? Wie kann es unterscheiden, was selbst ist, sagen wir im Englischen self für, und was nicht selbst ist, non-self? Weil wenn das angeborene Immunsystem das nicht unterscheiden könnte, hätte es entweder verheerende Folgen für den Körper, dass es dann Dauerattacken gäbe, autoimmun, oder es würde schlichtweg nichts erkennen, was an Fremdstoffen reinkommt. Also irgendwie muss das ja gedeichselt worden sein. Und da kommt zum einen zugute, dass manche Erreger so ein bisschen was anbieten, was ganz eindeutig als non-self identifiziert werden kann. Hier zum Beispiel mal ein begeißeltes Bakterium. Diese Geißel, da ist Flagellin drin, das stellt der Körper nie selbst her, also das muss non-self sein. Diese kleinen Absätzchen oder Härchen, die Sie auf diesem hypothetischen Bakterium, es soll ein sogenanntes gramnegatives Bakterium sein, das nennen wir Lipopolysaccharide und das ist auch etwas, was wirklich von dem Bakterium speziell gebildet wird und im menschlichen Körper nun mal nicht vorkommt. Sie wissen vielleicht von den Videos zur DNA und RNA, dass die RNA nicht als Doppelstrang, sondern als Einzelstrang vorliegt. Das heißt, wenn irgendwie im Körper eine RNA-Doppelstrangstruktur auftaucht, weiß der Körper auch, das ist non-self. Und man bezeichnet diese Eigenschaften, und Achtung, jetzt wird es wirklich akademisch, als PAMPs. Und PAMP steht für Pathogen-Associated Molecular Patterns, also pathogenabhängige molekulare Muster, die der Körper erkennt, die nicht sehr spezifisch sind. Viele Bakterien haben die gleichen LPS, viele Viren haben Doppelstrang-RNA, aber das hat der Körper zu erkennen. Die Riesenfrage ist aber, wie er das erkennt, und da müssen wir uns nochmal vorstellen, die PAMPs sind jetzt in Nähe einer Immunzelle. Man hat entdeckt, dass die
angeborene Immunität bereits Rezeptoren dafür hat. Und das war so ein bisschen die Sensation. Man nennt diese Rezeptoren PRRs. Die können nicht nur in der Zellmembran vorkommen, die können genauso gut in der Zelle vorkommen. Wenn zum Beispiel ein Einzelstrang-RNA-Virus die Zelle erreicht, gibt es dort spezifische Rezeptoren. Die bekanntesten sind die Toll-like-Receptors oder TLRs. So, jetzt habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn Sie sich beschweren. Wenn Sie sagen, das sollen die Basics sein und jetzt kommt er mit irgendwas Hochwissenschaftlichen, wo es auch in den 90er Jahren den Nobelpreis für gab, ne, mit den TLRs und so. Nun gut, wir wollen ja immer noch so ein bisschen bei Onco-Education, bei der Onkologie bleiben. Und diese TLRs, die sind aktuell in aller Munde in der Industrie bzw. in der Arzneimittelherstellung als mögliche Ziele für Krebstherapie. Also während man in dem, was ich in dem Immuntherapie-Video gezeigt habe, sich ja vornehmlich mit der adaptiven Immunantwort auseinandersetzt, geht es jetzt langsam dahin, dass die angeborene Immunantwort zumindest beurteilt werden soll, inwiefern sie auch Angriffspunkte bei Krebserkrankungen darstellt. Also es gibt zum Beispiel Agonisten, TLR-Agonisten, weil man davon ausgeht, dass diese TLRs auch in der Lage sind, nicht nur gegen körperfremde Sachen anzugehen, sondern womöglich auch Krebszellen zu eliminieren. Machen wir es mal wieder ein bisschen übersichtlicher. Wir hatten gesagt, es gibt Zellen, die Zellen haben diese Rezeptoren. Es gibt aber noch mehr Proteinbestandteile, die es im Blut gibt, die ebenfalls angeboren sind. Wenn so ein löslicher PRR auf ein Antigen oder ein Fremdling, Eindringling trifft, dann aktiviert er eine Signalkaskade an verschiedenen Proteinen. Und weil diese Proteine so ein wenig komplementär zu wirken scheinen zu den Zellen und zu den Antikörpern und, nennt man dieses System auch das Komplementsystem. Und im Komplementsystem vereinigen sich schon das adaptive Immunsystem mit dem angeborenen Immunsystem. Das Komplementsystem kann nicht nur wie hier durch einen freilöslichen PRR aktiviert werden. Es kann auch von, und das ist sogar der klassische Weg der Komplementaktivierung, von Antikörpern aktiviert werden. Wie gesagt, das Komplementsystem hilft dem restlichen Immunsystem mit der Bekämpfung von Eindringlingen. Sei es, dass es diese markiert, sei es, dass es die Oberfläche noch ein bisschen durchgängiger macht, sei es, dass es die wichtigen Zellen auch anlockt. Jetzt haben wir bislang nur davon gesprochen, was die Zellen machen, die diese Bakterien oder Viren halt auch abputzen können. Wobei bei Viren, kommen wir jetzt zu, ist das ein bisschen komplizierter. Was ist aber, wenn Bakterien auf andere Zellen zum Beispiel treffen? Dann sind wir wieder bei unseren super geliebten Zytokinen. Hier nochmal zur Erinnerung, Zytokine sind Botenstoffe, die vor allen Dingen die Zelldifferenzierung beeinflussen, die aber auch so die Interaktion zwischen verschiedenen Zellen herstellen kann. Eine Untergruppe der Zytokine wird beispielsweise Chemokine genannt, die können die Immunzellen anziehen, dass die Immunzellen direkt dahin zum Ort des Geschehens kommen. Eine andere Subgruppe der Zytokine sind die Interleukine, die dafür sorgen, dass es auch zum Austausch kommen kann zwischen angegriffener, geschädigter Zelle und Immunsystem. Und last but not least sind die Interferone, die gerade auch bei viralen Antworten oder bei Krebs eine große Rolle spielen, eine spezielle Zytokinengruppe. Aber all diese Fälle sind noch nicht so wahnsinnig kompliziert. Da ist irgendwas im Blut oder im Körper, was da nicht hingehört, und man hat angeborene Mechanismen, das zu identifizieren. Man hat sogar angeborene Mechanismen, das zu bekämpfen. Wie ist es denn, wenn die Zelle per se gar keinen Schaden erstmal nimmt? Wie Zellen damit umgehen können? Stellen wir uns vor, wir haben wieder eine Zelle, dann gibt es da Oberflächenproteine drauf. Ich habe es mal in Klammern gesetzt, weil Sie sich das nicht merken müssen, nur im Hintergrund haben können. Da gibt es spezielle Oberflächenproteine. Und wenn jetzt so eine Zelle von einem Virus befallen ist, dann wird sie versuchen, Zytokine auszuschütten oder so, aber das klappt nicht immer. Was allerdings funktioniert, ist, dass unter dem Einfluss einer viralen Infektion dieses Oberflächenmolekül verschwindet. Wir sprechen dann auch von einem Missing Self. Also da war ein Self, was den Körperzellen anzeigt, hey, das ist meins, das ist Self. Und das wird durch zum Beispiel eine Infektion runterreguliert, sodass der Körper es nicht mehr als Self identifizieren kann. Und das ist der Vorgang, den wir im Körper recht häufig sehen, wo die NK-Zellen, die natürlichen Killerzellen, die hatten Sie in dem einen Bild rechts unten gesehen, zum Einsatz kommen. Also die NK-Zellen, um das anders zu formulieren, haben keine PRRs, die irgendwelche Pumps identifizieren und dann Reaktionen darauf geben. NK-Zellen, die identifizieren Missing Selves. Die gucken, ob bei jeder Zelle ein Self zu finden ist. Damit wären wir im Schnellgalopp auch schon durch die angeborene Immunantwort. Als nächstes kommt dann das adaptive Immunsystem ran.
cause it's hate from us. So I, cause it's hate, cause it's hate.